sind hier in der Probebühne von der Deutschen Oper, wie man hier so sieht im Hintergrund. Das Stück, was wir gerade machen, heißt Immer mehr. Die Premiere wird im November sein. Und was wir jetzt gerade machen, sind die Vorproben. Das Stück ist für Kinder ab 8 Jahren. Und das Besondere an dem Stück ist, dass es von Kindern ist, mit Kindern und für Kinder. Also von Kindern, weil wir Workshops gemacht haben, sowohl mit den Kindern des Chors hier an der Deutschen Oper, wie auch mit Schülerinnen und Schülern einer Klasse im Wedding. Und die haben uns so ein bisschen Ideen und Inspirationen mitgegeben. Und auf dieser Basis dieser ganzen Ideen haben wir eben das Stück entwickelt. Und mit Kindern, weil es natürlich die Kinder des Kinderchors hier sind, also die spielen hier die Hauptrolle in dem Stück, und für Kinder eben, weil Kinder ab 8 Jahren herzlich dazu eingeladen sind. Und der Titel des Stückes basiert eigentlich auf einem Gefühl, also das Gefühl, dass alles immer mehr wird. Es fängt damit an, dass man am Anfang so Kinder sieht, die verschiedene Probleme haben, in verschiedenen Situationen sind, die ihnen Kummer bereiten. Anfangen werden wir das Stück in einer sehr trügen, trockenen, kalten, grauen Alltagswelt, in dem dieser Struggle stattfindet. Dieser Anfang des Stückes endet damit, dass eines der Kinder sagt, ich will hier raus. Also laut ausruft, ich will hier raus. Und irgendwann kommen alle Probleme aufeinander und es gibt fast einen großen Knall eigentlich. Und das passiert auch musikalisch. Das ist ganz tolle Musik, die der Gordon Campe da komponiert hat. Es wird immer voller, es wird immer lauter, es wird immer rhythmischer und es wird immer spannender zuzuhören, bis es sich irgendwann in einen ganz, ganz großen Knall entlädt. Es ist zu laut! Und dann, wie das so ist im Theater, es gibt Zauber und Wunder. Und die Bühne verändert sich und wir finden uns plötzlich in einer wunderschönen, paradiesischen Welt. Puff! Und wir finden uns in dieser rosanen, fast zuckergussartigen, weichen, flauschigen Regenbogenwelt wieder, wo es keine Sorgen gibt. Und wie es so ist, auch im Leben ist, ist es natürlich so ein bisschen verdächtig. Wenn es zu schön wird, ist immer irgendwo auch ein Haken dabei. Und das merkt man dann relativ schnell auch, weil sich dann so ein bisschen das Dunkle in dieses Paradies einschleicht. Also es geht dann wirklich um diesen Kampf zwischen Dunkel und Hell. Und ich kann, glaube ich, schon so viel verraten, dass der Kampf gut ausgehen wird. Aber ich finde das Stück in dem Sinne sehr klug, weil es eben nicht von so einem reinen Happy End erzählt. Also es erzählt nicht, jetzt ist alles wieder gut, sondern es erzählt eigentlich viel mehr davon, dass das Leben eben auch manchmal seine Schattenseiten hat. Ich finde, es hat auch was Tröstliches, also dass man sagen kann, es ist vielleicht nicht alles ganz perfekt und dass man damit aber auch gut sein kann. Und warum kann man damit gut sein? Weil man eben auch Freunde hat und Freundinnen, weil man eine Familie hat vielleicht auch, also Menschen um sich herum hat, die einem auch helfen können, wenn man Kummer hat. Die Oper selbst ist musikalisch ganz rhythmisch. Sie hat Ohrwürmer, sie ist wunderschön gemacht, sie ist wunderschön komponiert und es macht einen Riesenspaß, nicht nur diese Musik zu singen, sondern auch sie zu hören und zu erleben. Die Premiere des Stückes ist am 16. November.